Mein Name ist Kamina Rai. Der Tag meiner Geburt war der Tag, an dem die Welt unterging. Die Überlebenden mussten ein neues Leben unter der Erde beginnen. Oben gab es nur Asche und Kälte und Tod. Die Leute dachten, es bliebe ewig so. Aber ohne uns kehrte da oben das Leben zurück. Ich war 6 Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Sonne sah. Der Anblick brach Mom und Dad das Herz. Die Welt, die sie kannten, war zerstört. Doch für mich war das anders. Ich hatte noch nie etwas so Perfektes gesehen. Wir waren nicht die Einzigen, die überlebt hatten. Und langsam, aber sicher, wurde unsere kleine Gemeinschaft größer. Es war nicht immer einfach. Doch für eine Weile hatten wir Frieden und Wohlstand. Ein neues Zuhause, ein neues Leben, eine neue Normalität. Doch, wie alles in der Welt, war es zu gut, um so zu bleiben. Die Highwaymen kamen aus dem Osten, angeführt von 2 Schwestern, Zwillingen. Sie sagten, sie hätten von unserem kleinen Paradies gehört. Und sie wollten es für sich allein. Wir hatten keine Chance. Sie nahmen uns alles, unser Essen, unser Zuhause, unsere Leute. Wir brauchten ein Wunder. Und dann hörten wir den Namen Thomas Rush. Er und sein Captain hatten an der ganzen Westküste Leuten wie uns beim Wiederaufbau geholfen. Und sie fuhren in einem Zug, der in Richtung Hope County unterwegs war. Mom schickte mich zu ihnen. Ich sollte sie überreden, uns zu helfen. Sie waren unsere letzte Hoffnung. Unsere Rettung. Aber es ging alles furchtbar schief. Ja. Captain! Ja. Captain, du lebst! Natürlich, David, was soll ich denn sonst noch? Steh auf, Captain! Komm ja, jetzt. Kannst du mir mal helfen, Elektriker? Ey, du sollst mir helfen! Halt die Klappe und hilf mir! Captain, steh auf! Mein Gott, Barnes, wenn du weiter so schreist, lockst du sie nur alle hierher. Mein Glück ist es wasch. Hilf mir. Nein, wir haben keine Natürlich. Zeit. Könnt ihr mir jetzt mal bitte helfen? Warum soll er nicht leben? Den Captain nicht zurück. Hallo, ich brauche Hilfe. Sehr freundlich. Der Barnes geht mir jetzt schon auf den Sack. Sie kommen hierher, schnell. Wir müssen zusammenbleiben. Verstanden? Cap. Oh yeah, danke schön. Eine große Stunde. Damit lässt sich aber bewaffnen, unsere Leute holen und einen Weg hier rausfinden. Machen wir. Leichter gesagt als getan. Leichter gesagt als getan. Geh vor, wir folgen dir. Ja, das ist sehr freundlich. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Let's 2 zu The New Dawn aus dem Wrack griechen Story Mission. Stufe 1 von der Schwierigkeit her. Und wie gesagt, ich mag diesen Barnes jetzt schon nicht. So, wir sind hier in der, ja, einen neuen Teil von New Dawn, der an Far Cry 5 anhängt. Und das schauen wir mal in so 1, 2, 3, 4 Teilen, also ungefähr eine gute Stunde als letztes 3 mal rein. Wir gucken natürlich, könnt ihr mal warten, ich muss hier erstmal gucken wegen Loot. Wir brauchen hier nämlich auch viele Sachen zum Craften. Das ist nämlich relativ neu in Far Cry New Dawn. Und wie gesagt, Far Cry New Dawn schließt an Far Cry 5 an und ist kein Vollpreistitel. Den gibt es aktuell so für 44,99 im Handel zu kaufen auf sämtlichen Konsolen wie auch auf dem PC. So, hier haben wir schon Lesen. Lesen im Let's 3 ist immer schlecht. Ich werde es vielleicht so machen, dass ich das anklicke. Wer es lesen möchte, kann dann Pause machen, sich das durchlesen und dann wieder Play drücken. Dann geht es einfach
weiter, weil in den letzten 3 wollen wir einfach mal das Spiel genauer uns begutachten, anschauen und besser kennenlernen. Und da ist halt nicht so viel Zeit fürs Lesen. Das Einzige ist, wo wir lesen müssen, ist bei Schatzsuchen. So, jetzt haben wir genug gequatscht. Jetzt gucken wir mal hier hinten, vielleicht noch was ist. Nein. So, okay. Die reden vor allen Dingen davon, dass sie mir folgen, quatschen aber da oben nur rum. Oh, dem geht's nicht gut. Was war das? Ich wollte gerade aussagen. Was war das? Ja, der hat mit einer Kiste gekuschelt, der hat sich da hinten begraben lassen. Okay, das ist das Waffenrad. Oh, da haben wir... neue Leiste. So, so können wir erstmal marschieren. Ja, ich muss es ausprobieren, Entschuldigung. Die lässt sich aber nicht bewegen. Okay. Oh, Feuerwerk für uns? Das ist aber nett. Eskortiere Wash. Meine Schwester und ich kommen jetzt zu euch, wenn das mal nicht eine Drohung ist. Okay. Kommen wir hier runter. Das sieht gut aus. Ja, perfekt. Okay. Da ist wieder einer, den es nicht mehr gibt. Komm ich hier rein? Nein, aber hochklettern können wir. Das sehen wir gleich von oben besser. Oh, oh, oh. Da hat es einige von uns erwischt. Viele Kisten zum Looten. Das ist sehr gut. Da gehen wir gleich mal hin. Das ist eine schöne große Kiste zum Looten. Gab es die auch schon in Far Cry 5? Ich weiß es gerade gar nicht. So, man will natürlich nichts verpassen, ne? So, hier, oh, oh, da sieht uns jemand. Hier können wir rein, perfekt. Hier haben so einige. Was Hilfe ist? Oh, der lebt sogar. Oh, wiederbeleben, sehr schön. Wir können jemanden retten. Komm her. So. Los geht's. Ey, die hat mir die Waffe geklaut. Gib die Waffe. Die hat mir meine Knarre geklaut. Ich glaube, es hackt. So. Oh, ja, da liegt wenigstens eine Knarre. So, die will ich gerne nehmen. Und, so. Jetzt. Voll. Sehr schön. LT gedrückt, um zu zielen. Drücke RT, um zu schießen. Standardsteuerung. So, Pistolenmunition voll. Perfekt. So, gleich mal nachladen. Okay. Was haben wir denn? Oh, da sind das gleich jemand. Oh. Entschuldigung. Ist vor allem ein Fausthieb aus Fürst, kommt da jemand um die Ecke gelatscht. Oh, wen haben wir denn da? Laser, Takedown, Joystick. Yes. Zack, erstmal schön in die Halsstockorder gerammt. So, dich befreien wir natürlich. Ein wieder mehr auf unserer Seite. So, oh, da hält hier ein Zettel. Gut. Lesen. Und dann. Wie gesagt, könnt ihr pausieren, das lesen und dann einfach weiter diese Folge anschauen. Das werden noch nicht alle Gegner gewesen sein. Mal zurückdenken an Far Cry 5, wie das begonnen hat. Relativ hektisch. So, da haben wir auch noch was zu lesen. So, Bauerntag-Tagebuch. Zack. Wie gesagt, wer es lesen möchte, einfach pausieren und dann in Ruhe durchlesen. Oh, da ist gleich noch jemand. Ich muss da bestimmt auch gleich mal einen Takedown holen. Lalalalalalalalala. Zack, erstmal schön die Achseln rasiert. Läuft bei uns. So, plündern natürlich gleich. So, den Rucksack, der ist meiner. Da haben wir noch eine kleine Kiste. Oh, ein Rohr. Ja, das ist doch schön zum Kopf einschlagen. Beziehungsweise auch bekannt unter Meinungsverstärker. Das ist eine Art davon. Oh, da ist einer, der schießt. Da sprüht irgendjemand ein Auge an die Wand. Und hier können wir den hier runterholen. Wir denken dann auf Gegner springen. Na, dann los. So. Zack, erstmal schön in den Nacken den Kampfmesser gerammt. Der sagt nichts mehr. So, dann schauen wir uns die da mal. Im Auge rumfummelt. Die mal da. Oh, da ist noch jemand. Zack. Hallo. Ab in die Halsschlagader. Da werden die Augen einmal groß und dann sieht man
wie der Geist den Körper verlässt. So, ich würde gerne erstmal jetzt den hier, weil der hat eine Schusswaffe. Die er die ganze Zeit benutzt. Tanz. Pass mal auf, nur dass ich jetzt mit dir tanze. Zack. Einmal in den Brust, einmal in den Unterkiefer sogar. Lass mich hier nicht zurück. Warum nicht? Das Spiel ist aber 18. So, dich befreien wir. Da hinten, der fummelt irgendwie noch an dem Container rum und die bedroht unsere, ja, also ihre Geisel, unseren Freund, unseren Mitstreiter, den wir mal überwältigen, ne? Sehr viele Frauen als Bösewichte aktuell. Zack, einmal wird die Achseln rasiert und den Nacken freigekämmt. Oh, und da haben sie sehen. Oh, wow, 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 wow. Zack, gibt es jetzt ein paar Schläge. So, jetzt ist aber hier Waschtime. Alles klar, wir wurden entdeckt. Sehr schön. Wir kommen zum Fluss. Da ist man den Container mit den Waffen gefunden. Sehr schön. Oh, eine Schroti. Sehr schön. Hier eine Panzerfaust. Oh, das ist sogar relativ uninteressant für mich. Was haben wir denn noch? Oh, eine Maschinenpistole. Wir können jetzt nur eine Waffe aufnehmen, oder was? Was ist das? Ein Schild. Oh, das gibt Schutz. Das ist gut. Schild werfen. Rechter Joystick. So, weshalb, warum? Auch die Zwillinge sind unterwegs. Oh, ich dachte schon, es kommt. Das ist gut zu uns. So, jetzt haben wir da eigentlich, sind wir da eigentlich relativ geschützt. So, jetzt müssen wir erstmal hier. Oh Gott. Mit Energieanzeige. Die Waffe am Anfang sind natürlich nichts wert. Okay, unser Schild ist kaputt. Ah, fuck. Schrotti, 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 schrotti. 200. Was auch immer das bedeutet. Ich denke, Leute, das ist sicher im Auto, oder? Zack. 400 sogar. Okay, 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 okay. Das. Au. Oh, erste Hilfe, seit erste Hilfe. Oh, das Chaos bricht aus. Okay, okay, ich denke. Granate, Bombe, ich weiß es nicht, da rennen sie rum, da rennen sie rum. Okay, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Ich komm mit, wartet auf mich, ich komme, wartet auf mich. Wo ist da? Da ist wieder ein Bösewicht. Zack. Wow, den hat es richtig viel Energie abgezogen. Was gibt's hier noch? Gibt's hier irgendwas? Ja, gibt's was zu looten. Ein Medikit haben wir auch gekriegt, sehr schön. Diese Richtung ist hier noch von dem hässlichen Motorrad, oder? Zack, zack. Ja, das sind zu viele. Es sind zu viele. Wartet auf mich. Wasch, warte. Warte. 50 Meter bis zum Entkommen. So. Ah, jetzt läuft man langsam. Oh, Jungs, pass auf, Abgrund, Abgrund. Das war knapp. Obwohl, Barnes hätten wir runterfallen lassen können. Ich glaube, das war mal die Straße. Oh, oh. Das riecht nach Ärger. Verdammt, frohe Weihnachten, Leute! Santa hat uns einen ganzen Zug voller Geschenke gebracht. Oh. Was haben wir denn hier? Häschen. Oh. Ich muss euch Häschen eine Frage stellen. Was habt ihr gedacht, würde passieren, ha? Fahrt in einem fetten Zug an. Überall schwarzer Rauch. Und wir sollen nichts merken? Was wollt ihr? Uns. Wir wollen wissen, ob ihr Problemlöser seid oder Problemmacher. Was? Unser Papst sagte immer, Leute lösen entweder Probleme oder machen Probleme. Die Welt hat zu viele verdammte Probleme. Wir suchen Leute, die uns helfen, Probleme zu lösen. Unsere Probleme. Seid ihr Problemlöser? Ist alles gut. Nahrung, Kleidung, Waffen. Ihr kriegt alles bei uns. Sogar eine Krankenversicherung. Aber wenn ihr Probleme macht, ja, Papst hat uns gelehrt, was man mit solchen macht. Problemmacher müssen gelöst werden. Mhm.
Der Alte hat einen Haufen Probleme gelöst zu seiner Zeit. Scheiße, ja. Also, Häschen. Seid ihr Problemlöser oder Problemmacher? Wir lösen Probleme. Wir haben schon Probleme im ganzen Land gelöst. Wir besorgen Trinkwasser, bauen Häuser. Wir können euch alles beschaffen, was ihr braucht. Barnes, halt's Maul! Ihr könnt das alles bauen? Nun, nicht ich. Aber Rush hier. Oh, der ist so dumm, der Barnes. Mann. Nun, dann wirst du zu unserem neuen besten Problemlöser. Ach, fick dich doch. Das war nicht nett, aber ich gebe ihm mal recht. Okay. Wow. Ja, ich halte mich da raus. Mach ruhig. Mach ihn kaputt. Ich hab mit dem Typen nichts zu tun. Ich mag den eh nicht. Fertig. Du, ich glaube, den sind wir los. Also. Nochmal von vorn. Hilfst du dabei, unsere Probleme zu lösen, Mr. Rush? Ja, ich bin voll auf eurer Seite. Bleib mal ganz ruhig, Mickey Maus. Bleib. Was macht Rush da? Wow! Ich bin doch schon wach. Ich kenne dich aus dem Zug. Du bist der Captain vom Sicherheitsdienst, oder? Ja. Ich bin Carmina. Ich kenne dich auch. Oh mein Gott, ich habe dich ins Wasser stürzen sehen und ich konnte dich vom Ertrinken retten, aber... Wo ist Wash? Soweit ich das sehe, sind wir die Einzigen, die entkommen sind. Ja, moin. Ich muss los. Komm mit. Okay. Wo bist du denn hin? Wir müssen vorsichtig sein. Die Zwillinge, sie sind weg mit Rush, aber es sind noch viele Highwaymen hier. Okay, also wir müssen nach Hope County. Meine Mom, sie wird wissen, was zu tun ist. Komm schon. So, da hat uns also Wash gerettet, indem er uns einfach runtergestürzt hat. Die Zwillinge und die Highwaymen haben ihn mitgenommen. So, wir haben natürlich keine Waffen und wir sollen jetzt nach Hope County. Erreiche Hope County. Das sieht schon mal richtig geil aus. Teilweise Ingame-Grafik besser, würde ich sogar sagen, als die Zwischensequenzen. So, neuer Charakter, Carmina Way. Ich bin ihnen zum ersten Mal begegnet, als sie zu unserem Haus kamen. Sie meinten, es würde jetzt ihnen gehören. So, erstmal Pflanzen zupfen, die sind immer gut. Oder mit dem Haus in Flammen auf. Okay, was haben wir hier? Finde Hoffnung. Ist aktuelle Mission. Expedition ist nichts. Okay, wir können also noch gerade gar nichts machen. Keine einzigste Mission. Nur erreiche Hope County. Was haben wir denn hier? Das sieht so wie ein. Oh, was bist du denn? Ja, wer bist du denn? Bist du ein kleiner Nacktmull? Entschuldigung. Ich muss es ausprobieren, ob es funktioniert. Es funktioniert. Gut, drüber laufen, da passiert nichts. Treten sollte man vermeiden. Oh, ja, das ist ein Bootsanlege. Bootshaus. Oh, noch mehr Nacktmulde. Nein, das wollte ich nicht. Oh! Und die rennt dort rein. Kann doch keiner wissen, dass da dass wir Dynamit haben. Ich denke, wir haben noch nichts. Aber wir brennen und müssen die wiederbeleben. Die kleine Heulsuse. So, komm her. So, weg jetzt hier. Erstmal Erste-Hilfe-Kasten benutzen. Was eigentlich nur Tablettenfressen heißt. Sehr schön. Oh, die verreckt im Feuer, weil die sich nicht bewegt. Alter, und der Wald brennt. Oh, Mann. Wir haben keine anderen Waffen. Super. Wir haben eine Faust. Und Füße zum Treten. So, Feuer ist hier erloschen. Jetzt wollen wir die retten. Noch stirbt sie ja nicht. Wir sind quasi in der Einleitung. So, komm jetzt. Ja, und jetzt verpisse dich von... Blöde Kuh. Renn. Das war für Schluss damit. Lass die im Holster. Was ist mit Holster?
Du kennst aber den Unterschied zwischen einer Faust und einer Schusswaffe, oder? Weh, du schießt auf dich, willst du mich verarschen? Dafür kriegst du nur eine. Pass auf, dass du die neuen einfängst. Lass die im Holster, weh, du schießt nochmal auf mich. Wäre mal schön, wenn wir einen Schuss Eisen hätten. Aber hier scheint gar nichts zu sein, außer Lootboxen. Kupfer, Sägeblätter, Schwarzpulver. Bringt uns gerade aktuell nicht wirklich viel weiter. Oh Mann, was für ein kurioser... Was, Würli? Ja, wir können Dellen in den Baum schlagen. Warum nicht? Nice. So, was ist das denn? Das, ja, mutierte Hirsche, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, die Welt ist wieder voller Tiere. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal hier. Alles schön mit lila Blumen bedeckt. So, da ist auf jeden Fall ein Rucksack. Kommen wir von hier aus rein. Mal das umdrehen. Nein, das bewegt sich nicht. Fest verankert. So, alle ab. So. Hier können wir nichts machen, aber den Rucksack können wir mitnehmen. Lösemittelkupfer Kaliber .50. Okay, dann geht's weiter. Viele dieser Hirsche oder was das sein soll. Oh, was leuchtet da hinten? Was leuchtet da hinten? Was leuchtet da hinten? Oh, Pflanzen zum Pflücken. Die brauchen wir bitte bestimmt für Medizin oder so. So. Weiter geht's im Text. Okay. Oh, noch nichts. Null. Genau null. Wir haben ein Auto, was senkrecht im Boden gestampft worden ist. Was für ein Tunnel? Oh, da oben ist ein Elch. Okay. Also ich möchte jetzt hier keinem Highwayman begegnen. Wir haben noch... Oh, was haben sie denn mit dir gemacht? Hallo? Lebst du noch? Hallo? Okay, er lebt nicht mehr. Gut, Kitoki. Die folgt uns. Da oben links sehen wir noch ein Elchgeweih. Die Brücke sieht auch nicht mehr ganz aus. Keine Hoffnung. No hope. So, da haben wir noch was zu pflücken. Da sind auch zwei kleine Vögelchen drumherum. Yucca-Palme. Ich weiß gar nicht, dass sie so aussieht. Oh, da sah aus wie ein Häschen. Okay. Durch die alte Mine bin ich durchgekommen, als ich Hilfe holen ging. Da drin ist eine Werkbank. An der kannst du Waffen herstellen. Oh, Waffen herstellen. Das klingt gut. Da gehen wir gleich mal direkt hin. Puzzlestück sein, damit wir uns endlich wehren können. Aber jetzt ist alles noch schlimmer als vorher. So, hier ist nichts, hier ist alles sauber und es sieht echt mega aus, das Spiel. Kann man echt nichts sagen. Ich verspreche, ich werde einen Weg finden, das wieder zu machen. So, wieso sollen wir uns eine Waffe zusammenschustern, dann bin ich dabei. Okay, was seid ihr? Geistböcke oder was? Das wird man, denke ich mal, mit der Zeit alles erfahren, was für Tiere hier überhaupt gibt. Eins kann man sagen, Hirsche, sowas wie Hirsche und Elche gibt es hier auf jeden Fall. So, kann ich das von hier? Nein. Ich muss natürlich da hoch. Erreiche die Mine. Wir sammeln das einfach ein. Wir brauchen das bestimmt. Panzertape und Komponenten. Fürs Craften. Was willst du? Mann. So, das ist ja eigentlich eine Mine. Das da hinten sieht eher wie so ein Lagerhaus aus. Das ist doch so ein Eingang für eine Mine. Sägeblätter. Oh, ein Baseball. Ein Baseball. Sorry, ich muss es ausprobieren. Okay, da weichen wir aus. Warum auch immer. Wo bist du? Hallo? Da. Hallo. Okay, wenn wir gedrückt halten zum Ausholen. Ja. Willkommen. Hab dich nicht so. Zack. Sei mal ein richtiger Mann. Komm. Und der splittert auch irgendwann. Okay. War das in Far Cry 5 auch so? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber sehr schön. Und sie hat es eingesteckt wie so ein Mann. So, hier können wir noch ein bisschen pflücken. So, das ist definitiv keine Mine. Das ist sowas wie eine Lagerhalle. Öffne das Hauptmenü an der Werkbank. Ich würde mir gerne erstmal umgucken. Hier gibt es doch wieder, jawohl, einiges zum Looten. Panzertape. Zack. Da haben wir Sägeblätter. Das brauchen wir bestimmt, um die Waffe herzustellen. Beziehungsweise
diese Components, die wir hier oben haben. Zack. Panzertape genauso. Alles wird nur mit Panzertape gehalten. Die Kiste nehmen wir mit. Components plus 7. Was auch immer das heißen mag. So, hier gibt's. Doch, hier ist was. Ja. So, sehr schönes Versteck. Gleich mal gefunden. Perfekt. Okay. Hey, Kamina. So. Das haben wir gelootet. Was ist hier oben? Ist hier irgendwas? Nein. Oh, ein Holzknüppel. Na, den nehmen wir mit. Ein Ast. Im Spiel heißt der Ast. Für uns ist es einfach nur ein Holzknüppel. So. Okay, da haben wir die Werkbank, denn da hinten haben wir auch noch was zum Einsammeln. Wir gucken mal. An solchen Werkbänken kann man improvisierte Waffen bauen und Munition nachfüllen. Sehen wir mal, welche Waffen wir bauen können. Dann machen wir das mal. Ja, wir brauchen mehr Material. Das heißt, wir müssen uns umsehen und was Brauchbares finden. Ja, ja, das war ja klar. Wir haben gerade mal 26 von 40 Components und 39 von 40 Panzertapes. Da fehlt ja bloß nur eins. Easy peasy. Finde Components, finde Panzertape. Das haben wir ja da hinten schon. Vielleicht reicht das. Also Panzertape reicht auf jeden Fall. Components. Na, ja, für eine 8. So, 8 Components. Ja, hier, zack. Das sollte vielleicht reichen. Jawohl, 9. Nice. Baue einen Sägeblattwerfer und rüste ihn aus. Ja, ich würde hier noch mal ein bisschen gucken gehen wollen. Ich würde hier Lösemittel, Sägeblattwerfer, Munition, Kaliber 50 Munition nehmen wir gerne mit. Da hinten ist auch noch Components. Wie kommen wir da hin? Was haben wir hier? Medipack ist voll. Perfekt. Und mit dieser rosa-lilanen Blumen hier überall. Da haben wir noch ein bisschen Munition. Ist auch voll. Das sieht schon mal gut aus. Wir können gleich die Components da. Gut, hier müssen wir wahrscheinlich drüber klettern. Legen wir das hier so hin. Okay, jetzt balancieren. Balancieren. Ein Hüpferler. Ja, geschafft. Einmal Panzertape. Einmal Components. Sehr schön. So, wo kommen wir hier lang? Können wir hier abkürzen. Voilà, hopp. Zack, und schon so bei der Werkbank. Jetzt können wir uns die erste Waffe craften. Waffen, Sägeblattwerfer. Sägeblattwerfer, leise, der Sägeblattwerfer Version 0 verschießt Sägeblätter, daher der Name der Blätter prallen bis zu dreimal von allen außer vom Boden ab. Dann machen wir das mal. 47 Hammer Components haben wir, 67 Panzertapes, damit können wir das wunderbar herstellen. Erworben. So, dann tun wir den dahin. Ein Slot haben wir gerade mal sowieso frei. Und wir haben unsere erste Waffe. Alles andere ist noch gesperrt. Erreiche die Brücke. Ist das ein Sägeblattwerfer? Krass. Die Highwaymen können sich jetzt auf was gefasst machen. Jetzt können wir die Brücke angreifen. Übermut kommt vor dem Fall, das weißt du. Und ich ziehe mir den Link dahin, wo ich will, mein Fräulein. Müsst ihr mal probieren, ob es funktioniert. So. Komm hoch jetzt. Heususe. Ja. Ja, jetzt ist gut. So oft werde ich jetzt nicht mehr hochhelfen. Langsam wird es anstrengend mit dir. Es ist ja... Ich sage jetzt mal nichts dazu. So, hier kommen wir raus. Hier haben wir ein bisschen Munition aus. Sägeblattwerfer, Pistolenmunition. Perfekt. Au! Man kriegt hier Fallschaden. Also, ab der Höhe meine ich. Fallschaden ist ja okay, aber ab der Höhe und was der weggezogen hat. Gut, so, da vorne haben wir zwei potenzielle Kandidaten für den Test unseres Sägeblattwerfers. Oder wir schalten sie einfach in Stealth-Manier aus. Wir probieren mal den da hinten abzumurksen und dann den, der da wieder rumsprüht. Und ich wette mit dir, der da rummalert, wird nichts mitkriegen. Hallo? Zack, und ab. Oh, ins Auge. Sehr schön, na, das hast du so spät nicht gekriegt. Zack, Brust, Kiefer. Das war's. Feierabend. Mann. Diese Sauerei hier immer. So, einmal plündern bitte. Einmal plündern bitte. Nehmen wir den Körper noch mit. Tun hier mal ein bisschen verstecken. Falls doch jemand vorbeikommt. Man weiß ja nie. So, komm her.
Für Weiber seid ihr echt schwer. So, kann aber auch in der Ausrüstung liegen. Die hier sowieso. Die da liegt. Oh Mann, 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 Mann. So. Auf zur Brücke. Da vorne ist er. Und das ist bestimmt sowas wie ein Außenposten. Denn Kamina sagte ja, die stehen uns im Weg. So. Brücke haben wir erreicht. Jetzt sollen wir den Tunnel erreichen. Wo hast du die Pistole her? Ja, ich stelle keine Fragen. Gut. So. Konzentration. Okay. Ja, wir werden jetzt schon gesehen. Oh, und Sniper. Da ist ein Sniper. Wir haben nur einen Sägeblattwerfer. Kamina hat eine Pistole. Wir haben einen fucking Sägeblattwerfer der Version 0. Ich glaube nicht, dass das so viel kann. Aber ich denke mal, für die wird es hier gerade so ausreichen. So, wir versuchen den mal oben zu erwischen. Zack. Jo. Ein Sägeblatt. Zack, fertig. Das ist geil, wenn das wirklich mit einem Schuss drei Leute aussetzt. Gut, der ist zwar abgeprallt, aber nicht am Gegner. Zack. Gut, das Nachladen dauert etwas länger. Das ist nicht so vorteilhaft. Come on, jetzt haben wir die Leiche getroffen. Was machst du? Bleib in Deckung, sonst bist die erste, die wieder liegt, ey. Okay. Wir müssen vor. Achtung, Deckung. Der wird echt scharf geschossen. Wird den da drüben. Okay, der Hock bringt nichts. Da knallen wir nur gegen das Auto. Zack, hinstellen. Sehr schön. Den haben wir ausgeschaltet. Dann nehmen wir den da oben. Zack. Next. Da ist einer. Der ist weg. Kamina. Liegt schon wieder. Was mit dir los? Heususe. Komm hoch jetzt. Oh, man braucht Hilfe. Los jetzt. Und geh in Deckung. Na, jetzt haben wir hier wieder einen. Wie offen die rumrennt. Das macht man ja nicht. In Deckung gehen wäre mal eine Lösung. So. Okay. Plündern gleich mal mit. Lügst mir natürlich gleich. Zack. Auch wenn wir beschossen werden. Egal. So, der klettert da hoch. Das war, glaube ich, sein Todesurteil. Nein, nicht. Aber gleich. Wow, Kante hat nachgeprallt. Na, sehr schön. Jetzt. Ja, beide auf einen Streich. Sehr schön. So, du bist der nächste Kandidat. Dann im Nahkampf. Oder einfach mal meine Faust in your face. Und ich glaube, unsere Begleitung ist schon wieder am Boden. Die hört schon wieder rum, dass es übel ist. Wo ist sie denn? Ja, tatsächlich. Die ist echt nicht weit gekommen. Meine Fresse. Du bist eine richtige Unterstützung. Komm her jetzt. Hoch mit dir jetzt. Wenn du jetzt noch einmal umfällst. Ich schwör's dir, ich lass dich liegen, ey. So, wir haben wenigstens auch eine Pistole. Oh Mann, Mann, Mann. Wir werden von allen Seiten hier beschossen. Du kommst aber auch nicht voran, wenn da ständig die Olle hier im Weg rumliegt. Okay, ja, mit Maschinengewehr. Also mit so einem Geschütz. Ja, ne, klar. Das Ding ist explodiert, aber der kann immer noch schießen. Komm her, kriegst du halt auch die Faust in die Titte. So, zack, ab ins Face. So. Mann, hier kommst du gar nicht hinterher. So, jetzt bist du fertig. Du schießt das nicht. No fucking chance. Okay, so. Plündern. Zack. Ich hab hier mal aufgeräumt. Schnauze voll. Und der nächste. Zack, jawohl. Einmal abgeprallt, aber es hat ihn trotzdem getroffen. Lass ihn hier verstecken. Zack. Ihr werdet alle bedient. Oh, es gibt hier Tiere im Käfig. So, freimal lassen. Und jetzt hier. Ah, schön hier hoch. Zack. Den Rest klärt. Der. Fuchs, was sah wie ein Fuchs aus, kann aber auch ein Wolf gewesen sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Raubtier. Jawohl. Der klettert doch noch für uns. Der könnte kommen, hat er auch Glück gehabt. So, und ich glaube, unsere Bekleidung ist schon wieder am Boden. Es ist. Oh Gott. Oh Gott. Hier will ich jetzt hier Haare schmieren, ey. Ich bin gerade mit dem Wolf hier beschäftigt. Oder Fuchs. Das
könnte ein Fuchs sein. Ein überdimensional getunter Fuchs. Ich habe keine Ahnung. Ich will ja auch nichts Falsches sagen. Ich weiß es einfach nicht. So, wir looten erstmal hier in Ruhe. Weil die Gefahr scheint ja jetzt gebannt zu sein. Die Olle kann das mal sich abruhen. So, was gibt's denn hier? Schön Pistolenmunition haben wir noch voll. Perfekt. Hier haben wir noch was zum Looten. Okay, die waren also dann doch keine Gegner. Man hat mit dem Sägeblattwerfer doch relativ viel Vorteile. Einzigster Nachteil von der Waffe ist echt die Nachladezeit. Die ist enorm langsam. So, und jetzt kommen wir zu dir, Fräulein. Komm hoch. Ich hab's dir gedacht, ich lass dich liegen. Nur nochmal umfällst. So, hier haben wir noch schon Components. Nehmen wir natürlich mit. Hier haben wir noch eine ganze Ansammlung an Plündern. Sehr schön. So, schauen wir rum. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Wäre schade. Was ist das? Kegel. Okay, hier ist auch nichts. Doch, Sägeblattmunition, aber die ist eh voll. Hier haben wir noch ein Medikit. Sehr schön, das nehmen wir mit. Ja, und ansonsten haben wir das hier geklärt, ne? Sieht doch gut aus. Gefahrenquelle beseitigt. Zack, 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 zack. So, haben wir den schon? Den hatten wir. Okay. Was ist das? Ist das das Tier, was wir freigelassen haben? Ja, sieht so aus. Sieht so aus. Wie gesagt, entweder ist es ein Wolf oder ein Fuchs. Also von der Fellfarbe und so ein bisschen die Gesichtsform würde ich sagen, eher ein Fuchs. Könnte aber auch ein Wolf sein. Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht jetzt informiert darüber. Oh, hier haben wir noch Components. Sehr schön, dass wir hier auch nochmal nachgucken. Bevor wir durch den Tunnel gehen. So. Und im Tunnel. Oh, was ist hier? Oh, Sägeblattmunition. Sehr schön. Und im Tunnel erwartet uns bestimmt auch noch was. Würde mich zumindest nicht überraschen. So. Okay, dann auf in den Tunnel. Okay. Wir sind ja schon im Tunnel. Erreiche den Tunnel. Okay. Ein Bus. Da gehen wir mal reingucken. Gibt's hier was? Hallo? Ja, oder so. Wir klettern einfach mal drauf. Fallen ins Loch, halten uns fest. Und ach komm. Wir gehen jetzt hier zur Markierung. Es ist mir zu blöd. Eine Tür. Öffnen. Wir sind fast da. Da ist es. Da ist es. Hope County. Mein Zuhause. Ich hoffe, Mom geht es gut. Ganz bestimmt. Oh, Carmina! Oh, Gott sei Dank! Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Mom. Kinder, geht wieder rein. Ich komme gleich. Was ist los? Es kam ein Zug voller Leute, die uns helfen wollten. Aber... die Highwaymen, die Zwillinge. Sie haben Rush. Alle anderen sind tot. Oh mein Gott. Es war furchtbar. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hätte da nicht hingehen sollen, Mama. Oh, Schätzchen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wird keiner mehr kommen. Wir sind allein. Ganz allein! Shh. Kommt erstmal beide rein. Ich höre mir alles in Ruhe an. Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Kein Problem, Ma'am.
Oh, bitte. Du kannst mit einer Waffe umgehen. Du kennst dich in diesem Teil besser aus als sonst irgendwer. Und? Und? Rumsitzen und jammern bringt uns nicht weiter. Hör mal, Rush sollte uns helfen, einen sicheren Ort zu schaffen. Jetzt hängt alles an uns. Es gibt hier überall tapfere Leute. Wir müssen sie nur finden. Alle zusammentrommeln. Ihnen zeigen, dass wir gegen die Highwaymen ankommen? Mann, das wird nicht einfach. Ich weiß. Aber es ist unsere einzige Chance. So, wir sind bei denen zu Hause angekommen. Prosperity, Ort entdeckt. Und das sieht richtig sogar gut aus. Neuer Charakter entdeckt, Kim Wai. Ist das nicht die Frau von Nick Wai aus Far Cry 5, der mit dem Flugzeug? Da ist das wahrscheinlich Camilla, keine Ahnung, wie die gerade heißt. Die Tochter, die wir in Far Cry 5 als Baby gesehen haben. So, hier haben wir natürlich wieder die Notiz, wie immer, pausieren, wenn ihr es lesen wollt. Denn die Mutter hat immer noch dieselbe Frisur wie in Far Cry 5, nur dass sie da jünger war. 1000 Worte, Nebenmission. Finde alle Fotografien, Orte in Hope County. 9 Stück. Du kannst dir alle Fotos von Hope County in deinem Inventarmenü ansehen. Okay. Das ist jetzt aber nicht gerade das, was wir machen wollen. Oh. Hallo, kleiner Mann. Hallo, na, wie geht's? Tante Kim hat gesagt, wir dürfen nicht nach draußen. Wenn wir doch gehen und wir Highwaymen sehen, müssen wir schnell weg. Ich habe schon mal welche von denen gesehen. Die sehen immer aus, als hätten sie viel Spaß. Ja, schnell weglaufen ist richtig. Macht dir vollkommen richtig. Ich rackere mir hier den Arsch ab, aber wohl nicht. So, noch was zu lesen für euch. Okay, da hinten. Gucken wir uns noch kurz um. Auch die alle Türen sind hier zu. Das, ich glaube, das ist so gewollt, oder? Und so, das ist die Mutter von ihr. Das ist es. Mit Kamina. So hieß sie, genau. Wir können zusammenarbeiten und diesen Ort wieder aufbauen. Wann immer du Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Dann kämpfe ich an deiner Seite, Cap. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Cap nenne. Captain der Wachmannschaft klingt mir so förmlich. Hör mal, du wurdest ganz schön in die Mangel genommen. Wenn du dir was Sauberes anziehen willst, bevor wir loslegen. Da drüben gibt's ein paar Sachen. Du solltest mit Mom reden. Sie wird dir sagen, was wir für Prosperity tun können. Wenn wir uns natürlich umziehen können, dann machen wir das. Die Tasche hier? Wechsel die Kleidung. Gut. Wenn wir das machen könnten, würden wir das machen wollen. Jetzt Avatar anpassen. Okay. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zur Charakteranpassung kommen. Bitte triff einige Entscheidungen. Ah, das Aussehen. Okay, jetzt können wir das optische Tuning unseres Charakters vornehmen. Gut, dann gucken wir mal hier die ganzen Gesichter durch. Dann seht ihr die auch mal. Und ich würde dann sagen, wir nehmen einmal den. Hellhäutig. Oder, nee, wartet mal. Wir nehmen die Mitte. Zack. So, was haben wir denn? Wir gucken einmal durch. Die Bekleidung, Oberteile. So sieht unser aktueller aus. Wir skippen einfach mal alles durch, dann sehen wir mal alle Sachen. Auch sehr schön. Im Tarnmuster. Holzfäller, nochmal Tarn. So, ist auch gut. Aber mir hat so ehrlich gesagt die erste Jacke besser gefallen. Ich denke mir, wir bleiben erstmal bei der. So. Kopfbedeckung. 8 Stück. Cowboyhut. 5 Cappies, ein Anglo-Hut und eine Brille. Ja, das bringt's. Ich würde, glaube ich, die hier nehmen. Zack. Gucken einmal kurz die Frisuren durch. Die könnte man auch nehmen. Sieht jetzt nicht so schlecht aus. Hat auch was. Ja! Yeah. Winnetou und Shatterhand spielen wir. Komm, lass uns Cowboy und Indianer spielen. Aber die sieht auch richtig gut aus. Wir nehmen die hier, glaube ich. Ja. So, können wir die Farbe auswählen. Aber das Schwarz lassen wir. So. Oh, Vollbart.
Ja, der passt doch ganz gut hier. Zack. So, Jacke, die hat man schon. Wir bleiben bei dir. Gut. So, Handschuhe. Ja, die sehen schön aus. Schwarz-rot, perfekt für mich. Zack, noch ein, vielleicht eine passende andere Hose. Oder wir lassen die. Okay, wir lassen die. Wir lassen die. Wir sind fertig. Wir bestätigen das Ganze. Dann werden wir bestimmt gefragt, ob wir sicher sind. Oder nein, noch nicht einmal. Okay, dann reden wir jetzt. Watcher Catoet entdeckt. Okay, und wir reden jetzt mit mein Name ist Kim. Kim. Man könnte sagen, dass ich die Leitung habe. Ich weiß, du hast schon eine Menge durchgemacht, Captain. Aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Und im Moment bist das nur du. Wir dachten, deine Leute aus dem Zug würden uns einen Vorteil verschaffen. Wir wollten alle zusammenarbeiten, um was anzubauen und was aufzubauen. Wir wollten uns gegen die Zwillinge zur Wehr setzen. Aber das ist jetzt alles Geschichte. Also müssen wir es selbst tun. Und es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ich zeig dir mal, wie alles hier funktioniert. Das ist Prosperity. Wenn wir im Kampf gegen die Highwaymen eine Chance haben wollen, müssen wir zuerst einmal diesen Ort ausbauen. Wir haben verschiedene Einrichtungen, die Prosperity voranbringen können. Dort kannst du zum Beispiel Waffen und Fahrzeuge herstellen, Heilpflanzen kultivieren und vieles mehr. Das ist Hope County. Um das Beste aus unseren Einrichtungen herauszuholen, brauchen wir Ethanol, um sie aufzurüsten. Auf der Karte siehst du die Highwaymen-Außenposten. Dort lagern sie das Ethanol, das sie uns gestohlen haben. Befreie diese Orte, um es zurückzuholen. Und hier kannst du Fachleute finden. Menschen mit Fachwissen, die uns im Kampf gegen die Zwillinge einen Vorteil verschaffen werden. Bring sie zu uns und sie stärken Prosperity und dich. Aber ohne Thomas Rush wird nichts von alledem funktionieren. Er hat schon viele Siedlungen aufgebaut und ohne sein Wissen können wir Prosperity nicht verbessern. Die Zwillinge schicken viele ihrer Gefangenen in das Kohlebergwerk. Ich denke, dort solltest du anfangen zu suchen. Gut, dann retten wir jetzt Rush, finden Leute, die die Anlagen betreiben und besorgen Ethanol, um das Maximum aus der Herstellung rauszuholen. Wenn du uns hilfst, tun wir alles in unserer Macht Stehende, um dir auch zu helfen. So, Ausbruch, Story-Mission. Glück, nach dem Unfall noch am Leben zu sein. Und wir haben Kamina als Begleiterin. Und der Coop-Modus ist zur Verfügung. Und der da hinten hat gerade uns zugewunken. Okay, wenn wir in die Hocke gehen, geht's ja auch in die Hocke. Alles klar, gut. Jetzt sind auch die ganzen Türen offen. Hier haben wir noch was zu lesen. Dann würde ich sagen, wir gucken uns jetzt hier einfach mal noch zum Ende des ersten Teils vom Let's Try zu Far Cry New Dawn mal ein bisschen hier in so unserer Basis um. Wir haben auch einige Sachen wieder einzusammeln. Das ist ja mal richtig nice. Auch ein paar Schuhe, die wir aber nicht aufsammeln können. Okay, das ist aber jetzt nicht so schlimm. Gut, hier haben wir ja schon rumgeguckt. Oh, hier, Bosperi. Aktuelle Einrichtungen können auf Stufe 1 verbessert werden. Voraussetzung für Verbesserung. Thomas Wasch, noch 2 Spezialisten, noch 3 Ausstattungsverbesserungen. Okay, wir können also auch unsere Basis weiter verbessern. Wir sind aktuell auf Stufe 1 von 3. Okay. Also das ist das, was wir auch gerade in der Vorschau gesehen haben. Es gibt hier mehrere Punkte wie Waffen, Gesundheit, Fahrzeuge, Garagen, sogar ein Trainingscamp, was wir verbessern können, bis auf Stufe 3. Und ich würde sagen, wir hören der jungen Dame hier mal zu. Ich habe dich mit Carmina ankommen sehen. Psst, kannst du mal ruhig sein? Quatsch da mir rein hier. Oh, hey. Du bist dieser Captain aus dem Zug, hä? Oui, oui, und jetzt shut your mouth, mein Freund. Haben wir uns verstanden? Es bringt eh nichts. Er wird uns eh noch reinquatschen. So, was hast du denn, der Franzose, hä? Ich hab gehört, was passiert ist. Tut mir leid um deine Leute, Captain. Wenigstens bist du am besten Ort gelandet, den es in Hope County noch gibt. Glaub mir, ich kenne die Gegend.
Ich? Ich bin Roger, Prosperitys persönlicher Pilot. Im Ernst, immer wenn du nach Prosperity zurück willst, kannst du auf mich zählen. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann, mein Freund. Und wenn du ein bisschen mehr willst, auch das kann ich arrangieren. Ich habe lang davon gelebt, Boston der Highwayman im ganzen Land auszunehmen. Hab coole Sachen erbeutet. Aber seit diese Callisten Zwillinge in Hope County aufgetaucht sind, entschuldige die Ausdrucksweise, ist es unmöglich, genug Ethanol für solche Flüge zu finden. Ich sag dir was. Wenn du mir den Treibstoff besorgst, den ich brauche, rauben wir die Highwaymen zusammen aus. Es wird nicht leicht, aber glaub mir, es ist das Risiko wert. Besorg mir Ethanol, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Okay, das ist cool. Das ist quasi der Pilot hier von Prosperity. Und wir können mit denen dann auf Exkursion gehen und wichtige Rohstoffe besorgen. Wie Ethanol, das brauchen wir hier zur Verbesserung, wie zum Beispiel der Waffenwerkbank. Brauchen wir insgesamt 150 Stück. So, was können wir denn hier? Können wir überhaupt irgendwas machen? Nein, es fehlen die ganzen Ressourcen. Zahnrad für eine Schrotflinte, Rang 1. 47 haben wir gerade mal vom Klebeband. Da brauchen wir über 100. Okidoki, doki, doki, doki. Okay, es gibt 4 Level, so wie das aussieht, mit Waffen. Und diese sind alle noch gesperrt. Werbungsstufe 1 wird benötigt. Ja, das ist klar. Okay, also wir brauchen hier zum Beispiel 150 Ethanol, um diese Werkbank auf Stufe 2 zu heben. Und so geht das weiter. Hier haben wir noch was zu lesen für euch. So, hier haben wir die Krankenstation. Sieht genauso aus. Auch 150 Ethanol. Okay. Sprengstofflabor haben wir. Herstellung von Molotow-Cocktails, Rauchgranaten und Wurfmessern. 100 Ethanol brauchen die. Also ich denke mal Literanzahl. So, also wir brauchen echt viel, viel Ethanol. Dafür müssen wir Außenposten befreien. Und das immer und immer wieder, wenn ich das so richtig verstanden habe. So, Healing Garden. Der Heilkräutergarten verbessert die Effizienz der Erste Hilfe. Okay, was haben wir hier? Kartografie, 75 Ethanol. Stellt Infokarten zum Kauf zur Verfügung. Okay, und das ist dann halt mit jeder Abteilung hier in Prosperity genauso. Also wir brauchen Ethanol, das machen wir dann mit den Außenposten. Ich würde sagen, das war erstmal der erste Teil zum Let's 2 von Far Cry New Dawn. Wir sind erstmal am Ende mit dem ersten Teil. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao!